willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Janan. Ja, heute mache ich etwas Besonderes und Schnelles. Wir nennen es zu Hause Brotpizzen, weil wir das so ein bisschen selber kombiniert haben. Aber solche Rezepte gibt es eigentlich viele. Und dafür also so ein altes Brot, um es nicht wegzuschmeißen, passt es sehr gut. Aber wenn ihr kein altes Brot habt, natürlich könnt ihr auch eins kaufen. Aber es sollte unbedingt ein Weizenbrot sein oder auch Baguette passen sehr gut dazu. Und wir machen das so, dass wir das Rezept mit Mozzarella und Kaschal machen, aber ihr könnt auch jeden anderen Käse dazu als Kombination verwenden. So, als Zutaten habe ich bei mir diese Paninebrote, die schon 2 Tage alt sind und so nicht mehr zu genießen sind. Und die werde ich jetzt dafür verwenden. So, dann habe ich hier die Cherry-Tomaten, aber ihr könnt auch andere Tomatensorten natürlich dafür klein schneiden. Die habe ich einfach gewählt, weil die Cherry-Tomaten lassen sich für das Rezept super einfach schneiden. Und dann habe ich hier Mozzarella und Kaschar. Also Mozzarella, ein paar Worte dazu. Es gibt natürlich unterschiedliche Mozzarella-Arten und zwar abhängig von der Milch. Und zwar gibt es normale Mozzarella, die verkauft wird, stammt von der Kuhmilch. Und dann gibt es aber auch Mozzarella, sie heißt Büffelmozzarella, die stammt von der Büffelmilch. Also die richtige Mozzarella wäre die Büffelmozzarella, ist aber ein bisschen teurer. Ich habe hier auch eigentlich die günstige Variante von der Kuhmilch, also für das Rezept müsst ihr vielleicht nicht unbedingt die teure Variante wählen, aber wenn ihr etwas schmackhafter noch machen möchtet, dann solltet ihr schon die Büffelmozzarella wählen. So, dann noch ein paar Oliven ohne Kerne und dann Olivenöl, ein richtiges kaltgepresstes Olivenöl, Salz und als Gewürze habe ich hier Oregano und Basilikum. So, also zuallererst schneiden wir unser Brot in ungefähr 1 cm dicke Stücke. So, was wir nicht verwenden, sind diese Ecken. Als nächstes schneiden wir unsere Oliven klein. So, dann tun wir die wieder in die Schale und dann kommen unsere Tomaten dran. Bei den Cherry-Tomaten sind nur am Anfang ein bisschen was und dann schneiden wir die in Scheiben. So, nur diese kleine Spitze, kurz entfernen, ganz wenig und dann schon schneiden. So, jetzt kommt unsere Mozzarella. Die schneiden wir zuerst in Scheiben, in dünne Scheiben. Bei der Büffelmozzarella ist es so, dass man die Mozzarella in dünne Scheiben weniger schneiden kann. Dann könnt ihr auch mit den Händen zerbröseln. Und dann drehen wir einfach um und schneiden nochmal so in kleine Stücke. Also passen, wenn ihr Kaschar nicht habt, aber Kaschar kann man mittlerweile wirklich überall finden, in türkischen Läden. Aber auch, ich habe diesen Kaschar bei Rewe gekauft. Bei Rewe wird es jetzt auch verkauft. So, also wichtig dabei ist, diese Gewürze, Oregano und Basilikum kurz mischen und dann gebe ich
die Hälfte in dieses Olivenöl hinein und die andere Hälfte bleibt noch erhalten zum Drüberstreuen. Und dann mische ich das kurz mit dem Olivenöl und dann bepinsel ich einfach die Brote damit. Jetzt fangen wir mit der eigentlichen Sache an, und zwar kommt zuerst, was kommt zuerst? Kaschar drauf. Überall, nicht viel. Die beiden Brote, da kommen nur Mozzarella. Genau. Und dann gebe ich einfach so in Streifen geschnittene Mozzarella einfach so drauf. Wenn wir das geschafft haben, kommt jetzt die Tomate dran. Und zwar machen wir ja, so viele Scheiben, wie wir wollen, noch dazwischen. So, wenn wir also mit den Tomaten noch belegt haben, kommt jetzt ein bisschen Oliven. Ich kann auch zuerst die Oliven belegen. Also ihr solltet die Oliven nicht auf die Tomaten legen. So ein bisschen farbliche Abstimmung sollte es geben. So. So. Und dann am Ende von den Gewürzen noch oben drauf. So, also jetzt hier könnt ihr schon mal sehen, wie sie aussehen, wenn sie fertig gebacken sind. Das sind jetzt meine leckeren Pizzabrote, die super einfach gehen, nur mit zwei Zutaten zu den Käsesorten. Und ihr könnt natürlich kombinieren, ihr könnt auch frische Basilikumblätter drauf machen, ihr könnt auch mit Petersilie oder mit anderen Gemüsesorten noch kombinieren. Wichtig dabei ist, dass unten der Käse sein soll und das Gemüse kommt einfach drauf. Und dann noch ein paar Worte zum Backen. Also ich habe hier meine Brote sehr weich gemacht, weil wir mögen sie einfach, dass sie, wenn sie weich sind, so wie bei einer Pizza, dass die nicht so kross sind, die Brote. Und dabei schalte ich am Anfang, also ungefähr habe ich gebacken, 10 Minuten waren sie im Ofen. Die ersten 5 Minuten habe ich nur Grillfunktion oben angemacht und dann die anderen restlichen habe ich dann in die Mitte gestellt, die Schiene. Und wenn ihr aber die Brote ein bisschen kross haben möchtet, dann solltet ihr schon von Anfang an alle 10 Minuten
in die mittlere Schiene reinpacken und dann einfach Ober- und Unterhitze anmachen. Und zwar als Temperatur 220 Grad. So, und so sehen sie aus und schmecken auch bestimmt super lecker. Also die schmecken richtig nach Olivenöl, nach Oliven bei mir, so wie ich es gerne mag. Ihr könnt aber, wie gesagt, wenn ihr Olivengeschmack nicht so gut mögt, könnt ihr wirklich Butter nehmen und statt Oliven könnt ihr dann einfach Tomaten und Basilikumblätter drauf machen. Aber Basilikum solltet ihr nur wirklich drauf tun, die letzte Minute. Also ihr solltet nicht die Basilikumblätter mitbacken. Genau, ihr könnt aber auch mit Peperoni, wenn ihr es scharf mögt, oder mit Paprika einfach mal probieren. So, dann wünsche ich euch guten Appetit, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert.